Moin moin Freunde, setzt euch an den Shisha-Stammtisch, ich bin Shabby und wir sind hier auf der Steam and Smoke Shisha Messe and More, also Shisha, Vape und so weiter und so fort. Ich würde sagen, ich führe euch einfach mal rum, wir machen irgendwie so normale Messedinge, wir rauchen ein bisschen, vielleicht sehen wir den einen oder anderen Künstler, weil, kleiner Spoiler, es wird auch Künstler geben und ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen, deswegen gehen wir jetzt los. So, meine Lieben, wie ihr hört, es ist übertrieben laut und ich bin gerade erst reingekommen. Also wirklich am anderen Ende der Bühne. Ich weiß nicht, ob man alles hört, was ich jetzt sage. Ich wollte es nur einmal für euch gesagt haben, dass es ziemlich laut wird. Also dreht eure Lautsprecher, eure Kopfhörer, je nachdem, worüber ihr guckt, ein bisschen runter. Ist das Beste für eure Ohren, weil nicht, dass ihr euch irgendwie erschreckt, weil ich gerade vor der Bühne bin zum Beispiel und es dann, übertrieben laut wird. Ach so, und bitte abonniert diesen Kanal. Wie man sieht, hier gibt es auch Essen und die Schlange ist zum Glück nicht ganz so lang, allerdings sind die Preise auch extrem hoch, Digga. Ich bezahle doch nicht für eine fucking Nudelbox 8 Euro. Junge, wohin? Wohin wirklich? Dann verhungere ich lieber und gehe von der Messe weg und esse dann später. Wenn ihr euch fragt, warum die Lounge hinter mir von Gunshot so leer aussieht, es sind, wie ihr vielleicht hören könnt, die meisten Leute vor der Bühne, wo gerade irgendwie irgendwas versteigert wird, da fahren wir auch gleich mal hin. Jedenfalls hinter mir der Gunshot stand und auch, also der Stand ist auf der Seite und hinter mir auf jeden Fall die Lounge. Und ich würde sagen, wir fahren in diese Richtung, wo die Bühne steht. Ich hoffe, ich werde nicht von YouTube und Copyright-Rechten gefickt. So, dank Nessam und der Flo, ich weiß nicht, ob man mich versteht, durfte ich hier auf den Rahat-Stand kommen und mit Adrian ein Foto machen. Jetzt darf ich auch hier ein bisschen Pfeife rauchen. Danke auf jeden Fall dafür. Mega geil. Also wirklich, Adrian kümmert sich hier um die Gäste oder um die Fans, wie, keine Ahnung, als ob das Könige wären. Also richtig süß auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir ein bisschen weiter über die Messen gehen und mal gucken, was wir noch machen. Digga, einfach als kleiner Fußballplatz in meiner Größe. Was geht ab? Ich bin der Party von Stahlspecht. Kommt gerne vorbei. Hier hinter mir, bei Al-Wazir, sieht man noch nichts, zeige ich euch gleich. Denn da stehen unfassbar geile Pfeifen. Und hier rennt gerade Julia durchs Bild. Denn hier ist die Lounge von Shishko. Mit natürlich auch geilen Messeangeboten. Schade, dass ihr nicht hier sein könnt. Für die Leute, die nicht hier sind. Und hier hinten haben wir noch auf jeden Fall den kleinen Stand von Kumari. Aber ich zeige euch jetzt erstmal diese unfassbar geilen Pfeifen, die ihr schon vielleicht von einer anderen Messe kennt, dessen Namen ich nicht erwähnen möchte. So, hier hinten sieht man sie auch. Also ganz ehrlich, vom Optischen, ich habe die noch nicht geraucht, wenn ich ehrlich bin, brutal. Also wirklich unfassbar brutal, optisch. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt rauchen kann, weil es ist ziemlich spät. Ich weiß nicht, ob der Kohl drin ist, ich gucke gleich mal. Aber für die Leute, die schon geraucht haben, bitte sagt mir mal, wie ihr es findet. Vom Durchzug, vom Rauchverhalten. So, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie diese Shisha-Originalpfeifen eigentlich vom Durchzug sind, wie die vom Rauchverhalten sind. Ich muss wirklich zugeben, obwohl diese Pfeife oder diese Bowl wirklich riesig ist, wie man hier vielleicht sieht, muss man wirklich sagen, der Kopf ist zwar ein bisschen tot, aber man sieht es, das Rauchverhalten ist wirklich entspannt. Man kann entspannt rauchen und ich finde auch, das Blow-Off, ich rauche mal kurz den Booster aus, ist wirklich einzigartig. Wenn der Kopf frisch wäre, würde es noch geiler aussehen und ja, vielleicht der Preis ein bisschen hoch, aber wirklich fürs Optische und auch wirklich vom Verhalten, vom Rauchverhalten her, wirklich mega geil. Hätte ich nicht gedacht. So, nachdem ich gestern es nicht geschafft habe, alles aufzunehmen, was ich aufnehmen wollte, weil ich mich überall festgequatscht habe, sind wir am heutigen Sonntag auch nochmal am Start. Leider mit 1,5 Stunden Delay, weil, also Real Talk, seid wirklich froh, dass ihr nicht auf Fahrstühle angewiesen seid, weil ihr, keine Ahnung, im Rollstuhl sitzt oder wie auch immer. Der Zug hat diesmal nicht hier an der Messe gehalten, sondern nur in Hannover.
Und in Hannover waren am Bahnhof gefühlt alle Fahrstühle, die zur Straßenbahn führen, kaputt, weil da Umbauarbeiten sind. Es ist einfach nur nervig. Also kein Scheiß, es ist einfach nur nervig. Aber wir haben es geschafft. Hier hinter mir sieht man jetzt den Stand von Almani. Ich weiß nicht, ob ich den schon gezeigt habe, aber ich mache die Aufnahme vorsichtshalber, falls ich das gestern vergessen hatte. So, ich war eben bei Smokers und es kommt auf jeden Fall etwas auf euch zu. Und zwar ein Video, seid auf jeden Fall gespannt. Und hier hinter mir auf der Bühne natürlich nicht nur DJs und Musiker und alles, was so das Musikheit begehrt, sondern auch Stand-Up-Comedy. Und das ist eine, für mich eine, ja, Neuerung auf einer Shisha- und Vape-Messe. Finde ich aber wirklich extrem geil, weil wenn man wirklich die ganze Zeit von Stand zu Stand geht, hier raucht, da raucht, da sich kurz hinsetzt in die Lounge und ein bisschen redet oder so, das wird wirklich eintönig, deswegen finde ich es wirklich nice auch, dass es hier so eine kleine Bühne gibt hinter mir, wo man auch wirklich so, ja, so junge und gute Stand-Up-Comedians sehen kann, weil es einfach eine wirklich geile Abwechslung ist, muss ich wirklich zugeben. Und wirklich der beste Platz dafür ist bei Smokers, weil ey, die haben eine Lounge und hier kann man einfach sitzen und wirklich der perfekte Ausblick auf die Bühne. Mega geil, wirklich mega geil. Und zwar habe ich noch eine lustige Geschichte. Mein bester Freund kommt aus Kurdistan, er ist Kurde und es ist so eine warmherzige und nette Familie, wirklich, den nehme ich so gut auf. Ich komme immer zu ihm nach Hause und sein Vater bietet mir direkt Tee an. Er hat sogar einen Spitznamen für mich, wir sind so. Ich komme rein, er nennt mich immer Resho. Er sagt, so, Resho, was geht? Er sagt so, hey Onkel, was geht ab? So, er sagt, Resho, setz dich, trink einen Tee mit mir. Ich sitze also bei ihm und irgendwann war ich in der Stadt mit meinen Kollegen. Ich sage so, Bruder, was heißt eigentlich dieses Resho? Er sagt so, wie soll ich sagen, Bruder? Das heißt Nigger. Und ich sag so, was? Ich hab mich einfach 6 Jahre lang Nigger genannt. Unglaublich. Immer bin ich zu seinem Vater gegangen. Ich sag so, ey, du kannst mich auch Hassan nennen. Okay, mach ich Hassan. Ich sag, nein, 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 ohne H. Ja, sag ich ja Hassan. Ich sag, weißt du was? Resho ist kurz, Resho ist gut. So. Ich nenn mich einfach Resho. Wir sind hier bei Steam & Smoke in Hannover. War eine richtig geile Show, oder Leute? Vielen Dank. Die Messe ist gelesen, meine Lieben. Wir waren jetzt Freitag, Samstag und Sonntag auf der Messe. Ich habe vielleicht nicht alles zeigen können, was man zeigen kann, aber ich habe die kleine Comedy oder eher Stand-Up-Einlage von einem Künstler, dessen Namen ich leider vergessen habe, sorry dafür, noch mit reingeschnitten, damit ihr seht, so wie ist die Stimmung, was wurde alles geboten. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Die Frage ist, was ist mein Fazit? Was war das für eine komische Cringe-Bewegung? Naja, was ist mein Fazit? Mein Fazit ist, es war was anderes. Es war wirklich was anderes, denn es ist nicht wie die, ich sag mal, anderen Messen, wie ihr kennt, ne? Sondern es ist etwas Neues. Es wurde versucht und man hat es auch hinbekommen, dass Hersteller kommen und natürlich, ne, man kennt, ihre Ware präsentieren, Geschenke geben und ne, Messepreise, bla, man kann gute Schnäppchen ergattern und so weiter und so fort. Das kennt ja jeder, das ist ja eine Messe, Standard. Was aber wirklich gut ist, was ich glaube ich schon angedeutet habe, ist wirklich, dass einfach, naja, dieser Unterhaltungsfaktor, da waren Künstler, ob man die jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt. Es gab Stand-Up-Comedy und so weiter. Man konnte mit denen quatschen, man konnte sich einfach die Show angucken und genießen. Und es war also wirklich etwas Neues. Stand-Up-Comedy hat mir sehr gefallen. Und dieses Stand-Up und wirklich so Musik und DJ und so, das war halt wirklich, wirklich gut, weil, ne, nicht nur Unterhaltung und es war nicht immer dieses triste einmal rumgehen, zweimal rumgehen und dann hat man alles gesehen, sondern es wurde halt was geboten. Und was gut war, dadurch, dass es eine Bühne gab, dadurch, dass es ja eine Bühne gab, war nicht wirklich von Stand A bis Z eine übertrieben laute Kulisse, sondern wirklich nur, da war es laut, andere hatten Musik vielleicht an, ab und zu, aber halt nicht laut, weil es da am lautesten war, auf der Bühne. Und das heißt,
Es gab eine gewisse Lautstärke natürlich in der Halle, ist eine Bühne, es waren große Boxen, bla, laute Musik, aber nicht so wie vielleicht ne, auf irgendwelchen anderen Messen. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil ich kann mich noch erinnern, in Frankfurt war es übertrieben. Also das war übertrieben laut und wirklich Stand A wollte lauter sein als B, B wollte lauter sein als A und C und so weiter. Ihr wisst ja, wie es läuft. Man muss ja auch immer Kritik da lassen. Die einzige Kritik, die ich habe, ist an den ein oder anderen Hersteller, der abgesagt hat. Besonders auf zwei große oder neue große Hersteller habe ich mich gefreut. Leider war das nicht der Fall, dass die da waren. Aber das ist ja auch egal. An der Messe selbst hat mich wenig gestört. Außer, ja okay, es war wenig los. Es war wenig los und das konnte man halt besonders am Freitag sehr sehen. Weil Freitag, klar, da waren wenig Leute da und viele mussten arbeiten und Schule und bla. Aber trotzdem, es hätte ein bisschen mehr an Gästen geben können. Aber lieber habe ich so oder so ein bisschen mehr, anstatt wirklich 10, 20, 30.000 am Tag. Und es war einfach entspannter, man konnte wirklich sich angenehm unterhalten und wurde nicht von links und rechts komplett gefickt. Ich weiß ja nicht, wie es in anderen Messen ist oder allgemein überall so auf Messen und nicht mal auf Shisha bezogen, ich meine so allgemein, was die Preise da, ne, also wie teuer irgendwas kostet, aber ich glaube, irgendwo haben, bei einem Stand haben Burger und Pommes 16,50 € gekostet, so, Junge, Alter, macht ihr Gold rein oder was? Oder eine Nudelbox, habe ich auch schon erzählt im Video. 8,50 €, Digga. So, was ist das? Ist eine Teil der chinesischen Mauer drin oder was? So, spinnt ihr? Aber naja, das hat ja nichts mit der Messe zu tun. Also wirklich, alles in allem hat es mir wirklich sehr gefallen. Ich hätte, wie gesagt, nicht gedacht, dass ich alle drei Tage da bin. Aber, tada, war ich doch und danke für alles. Also wirklich, danke für alles. Danke an alle, die da waren. Danke an die Hersteller. Danke an alle, die das Video sehen, die sich angesprochen fühlen, mit denen ich unfassbar geile Gespräche hatte und dass ich euch einfach wiedersehen durfte. Und ich habe irgendein Vieh gerade auf dem Kopf. Naja, jedenfalls, wir beenden das Video. Ihr wisst Bescheid. Irgendwo unten die Glocke abonnieren, da. Und Twitch auf jeden Fall und unseren neuen Insta-Account, unser nochmal neuer Insta-Account, weil der alte gelöscht wurde, der zweite gelöscht wurde und jetzt haben wir einen dritten. Naja, wollen wir nicht so viel drumherum reden. Ja, keine Ahnung, was ich gerade machen wollte. Tüdelü, bye bye und wir sehen uns beim nächsten Mal.